Moin, heute gucken wir uns ein paar Gadgets und die Bauplankanone an. Bevor wir dahin aber kommen, erst einmal zu den mechanischen Riemen. Wie man hier schon sehen kann, können wir die auch in unterschiedlichen Farben einhüllen. Das sieht nicht nur sehr cool aus, sondern kann uns auch später dabei helfen, wenn wir größere Bandsysteme haben, dass wir hier aufgrund der Farbwahl auch einen optischen Effekt haben, damit wir vielleicht wissen, was wohin gehört. Also wir haben die Möglichkeit mit unterschiedlichen Farbstoffen per Rechtsklick auf das jeweilige Band die Farbe anzupassen. Und das, soweit ich das gesehen habe, ist das so ziemlich mit jedem Farbstoff möglich. Das nächste, was wir haben, ist nur noch so das erste wirkliche Gadget, ist dieser Extendo-Griff. Der Extendo-Griff ist erstmal so zu bauen, über das mechanische Bauen. Brass Ingot, ein Präzisionsgetriebe, Stöcke und dann auch die Messinghand. Das Präzisionsgetriebe ist eine Dreierkombination und das setzt das sequentielle Bauen voraus. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wie funktioniert ein sequentielles Bauen überhaupt? Ich habe das hier mal ein bisschen aufgebaut. Wir benötigen erstmal dreimal den Deployer bzw. das Einsatzgerät. Und das muss auch dreimal in dem Modus Use sein. Dazu hatte ich schon mal ein Tutorial gemacht, wie man das einrichtet. Und die drei Hände benötigen dann jetzt beispielsweise für das Präzisionsgetriebe einmal ein Zahnrad, dann in dem zweiten Schritt ein großes Zahnrad und im dritten Schritt dann ein Eisenklumpen. Und dann schmeißen wir einfach eine Goldplate auf diesen mechanischen Riemen drauf. Und wir werden sehen, dass diese einzelnen Items jetzt nacheinander in dieses Item reingedrückt werden. So, und am Ende kommt dann dieses Ding hier raus. Und das ist ein unfertiges Präzisionsgetriebe. Und das müssen wir jetzt hier durch dieses sequentielle Bauen durchschleusen. Das heißt also, wir können auch mehrere Deployer oder Einsatzgeräte hintereinander wegbauen. Das ist jetzt ganz euch überlassen, wie ihr das machen wollt. Aber so ist der Weg, um dann am Ende unser fertiges Präzisionsgetriebe zu kriegen. Und das ist sequentielles Bauen. Zumindest der Anfang davon. Alles weiter dann auch in den weiteren Folgen. Wenn wir den Griff dann gebaut haben, können wir ihn einfach in die Minecraft-Hand quasi nehmen und per Rechtsklick können wir jetzt ja Dinge auf Distanz aktivieren oder generell drücken. Wenn wir hier mal sehen, das hier ist so ungefähr die Maximalreichweite, die wir hier haben. Und ihr seht, wir können die Knöpfe drücken. Wir können auch den Boden oder generell Blöcke bearbeiten mit dem Linksklick. Und das eben halt auf sehr weiter Distanz. Das nächste, was wir mit dem Griff machen können, ist, wenn wir diesen Griff in unsere Offhand packen und in unsere Mainhand quasi ein Werkzeug, dann, wie ihr schon sehen könnt, wird der Extendo-Griff dieses Werkzeug nehmen. Egal, ob das jetzt eine Axt ist oder eine Spitzhacke und wird die dann benutzen. Das heißt, hier können wir jetzt auf Distanz auch sehr schnell diese Blöcke abbauen. Und genauso wäre das natürlich auch mit einem Baum oder auch mit einer Schaufel für Erde. Und das ist ziemlich cool. Also vor allem die Funktion mit der Spitzhacke wird auf jeden Fall sehr nützlich sein, wenn man in Höhlensystemen unterwegs ist und vielleicht nicht überall drankommt. Naja, als nächstes gehen wir mal zu denen hier. Es gibt unterschiedliche, naja, Sitze halt, die man sich craften kann von Create. Die haben alle unterschiedliche Farbe. Und naja, auf so einen Sitz kann man sich halt einfach draufsetzen. Das ist keine große Sache, denke ich, aber gehört halt irgendwo dazu. Das Ding ist schon cooler, die Düse. Ich habe die jetzt mit einem kreativen, ja, Energieblock gebaut, mit einem ummantelter Lüfter, weil der Lüfter an sich lüftet quasi nach oben. Aber durch die Düse, die wir darauf gesetzt haben, wird die Luft in 360 Grad versprüht. Und das mit einer enormen Geschwindigkeit. Wenn wir hier mal gucken, ich habe das jetzt natürlich auch sehr hochgeschoben. Und wenn ich mich jetzt mal ganz normal nur hier hinstelle, sehen wir schon, wie weit wir zurückgedrückt werden. Hier kann man natürlich diverse Abwehrmechanismen vielleicht mitbauen oder auch irgendwelche Tiere vielleicht in gewissen Bereichen halten. Man kann jetzt beispielsweise sagen, ich blocke mir das mal hier und jetzt würde ich hier zum Beispiel nicht mehr zurückgestoßen werden. Sobald ich wieder Sichtkontakt habe, werde ich gestoßen. Also hier kann man auf jeden Fall einige Dinge mitmachen und das Lustige daran ist halt, naja, TNT wird quasi zum Geschoss. So, kommen wir zum nächsten und zwar diesen Nixie-Röhren. Die Nixie-Röhren haben erstmal einfach nur eine Null, sind eigentlich für zwei Dinge da. Zum einen können sie das jeweilige Redstone-Signal, was gerade übertragen wird, anzeigen. Heißt also die jeweilige Redstone-Power, die an diesem, ich sag mal, an diesem Block hier ankommt, wird euch ausgegeben per Zahl. Aber was ganz cool ist, ihr könnt auch einen Name-Tag nehmen, den beispielsweise über einen Amboss umbenennen und dann nehmt ihr den Name-Tag, macht einen Rechtsklick auf diese Tubes und dann habt ihr hier den Text stehen. Auch eine sehr coole Sache. Hier kann man natürlich noch ganz viele andere Texte schreiben, vielleicht auch Überschriften für irgendwelche Gebäude oder Bereiche auf Multiplayer-Servern. Also generell ist hier mit der Kreativität natürlich einiges zu machen, weil, wie gesagt, ganze Texte kann man hier sich anzeigen lassen. So, und jetzt wird's spannend. Und zwar haben wir zum einen den Baumplantisch und auch die Bauplankanone. Beides wird so gecraftet.
Und die Kanone wird so gecraftet. Eigentlich erstmal recht simpel. Und am besten stellt ihr die nebeneinander. Ihr könnt dann hier noch eine Truhe hinpacken, weil die Bauplankanone benötigt gewisse Gegenstände. Und die Gegenstände könnt ihr dann beispielsweise in die Truhe nebenan legen. Und dann wird die daraus genutzt. Wenn wir hier einmal einen Rechtsklick drauf machen, haben wir ein GUI, kann man sagen. Hier links oben benötigen wir ganz normales Schwarzpulver. Hier oben rechts kommt ein Buch rein. Das Buch an sich hat jetzt noch keine Wirkung. Wir müssen nämlich erstmal einen Bauplan hinterlegen. Und dieser Bauplan kommt dann jetzt gleich hier rein. Dann können wir auf Basis des Bauplans das System starten, pausieren oder auch stoppen. Wir haben hier gewisse Druckereinstellungen. Beispielsweise feste Blöcke sollen nicht ersetzt werden oder feste Blöcke mit irgendwas anderem Festen ersetzen. Die Einstellung können wir eigentlich erstmal auf Standard lassen und dann den OK-Button. So, was macht die Bauplankanone? Wie der Name schon vermuten lässt, können wir jetzt hiermit ganze Bauten nachbauen im Prinzip. Nehmen wir einfach mal als Beispiel etwas, das wir von Create schon gebaut haben. So, ich nehme jetzt einfach mal diesen Bereich hier. Er gibt nicht sehr viel Sinn, aber zeigt die Funktionalität. Wir benötigen erstmal den Bauplan und Feder. Ist so herzustellen, mit einer Feder und mit einem leeren Bauplan und der mit einem hellblauen Farbstoff und mit einem Papier. Der Bauplan und Feder ist dann dafür da, um einen gewissen Bereich in diesem Bauplan abzuspeichern. Ihr seht hier schon diesen blauen Quadrat. Oder den blauen Würfel. Und jetzt werde ich mal einen Bereich abstecken. Ich packe hier mal noch ein paar Blöcke oben dran, damit ich auch einen Endpunkt habe. Wird jetzt gleich klarer. Wir fangen hier unten an. Rechte Maustaste, erste Position festgelegt. Dann, wie ihr schon jetzt sehen könnt, ziehen wir das ganze Ding ein bisschen und gehen jetzt nach hier oben und haben die zweite Position festgelegt. Wir können das auch noch viel, viel größer machen, aber machen wir erstmal jetzt dieses kleine Bauwerk hier nach. Damit gehen wir jetzt wieder zur Kanone. Und werden jetzt erstmal im Bauplantisch den Namen vergeben. Heißt also, wir machen jetzt den Rechtsklick rein und ich nehme einfach mal YouTube als Beispiel. Gehen jetzt auf Speichern und haben den Schema oder die Schematik jetzt unter YouTube NBT gespeichert. Der Bauplan und Feder ist jetzt wieder benutzbar. Das heißt, ihr könnt jetzt hier wieder einen neuen Bauplan mit speichern. So, und jetzt haben wir in diesem Bauplantisch hier oben verfügbare Baupläne. Ich habe schon mal Test und Test 2 habe ich schon mal erstellt. Wir haben jetzt gerade den YouTube NBT erstellt. Das heißt, ich scrolle hier, wie es auch unten steht, einfach mit dem Mausrad hoch und runter. Gehe jetzt auf YouTube NBT und packe hier jetzt unseren leeren Bauplan rein. Klicke jetzt auf OK und habe jetzt hier einen Bauplan. Mit diesem Bauplan müssen wir jetzt erstmal einen Bereich festlegen, wo das denn gebaut werden soll. Wenn wir den Bauplan in die Hand nehmen, sehen wir hier schon, wir haben ja dieses größere Quadrat, was wir uns vorhin hier hinten gesetzt haben, zur Auswahl. Wenn wir die Steuerungstaste gedrückt halten, können wir hier mit dem Mausrad quasi den Bereich noch ein bisschen nach vorne oder nach hinten schieben, wo wir es hinhaben wollen. Wenn wir jetzt beispielsweise auf einer Klippe stehen und kommen da hinten nicht hin, wo wir eigentlich hin wollen, könnten wir es jetzt mit dem Mausrad dahin schieben. Ansonsten, wenn wir die rechte Maustaste gedrückt halten, dann sehen wir schon so eine kleine Vorschau, wie denn der Bereich aussehen wird, wo wir den Bauplan gleich einsetzen werden. Und hier unten oder relativ mittig sehen wir jetzt ein paar Informationen. Erstmal Halte, Alt zum Fokussieren. So, und jetzt habe ich den unteren Bereich fokussiert. Und jetzt kann ich mit dem Mausrad drehen und kann beispielsweise das einmal rotieren lassen. Oder ich drehe das ganze Ding mal um, ich positioniere es um, ich kann die Y- oder auch die XZ-Achse bewegen. Das heißt, wir nehmen jetzt einfach mal den Y bewegen. Ich halte Alt wieder los, halte die Steuerungstaste gedrückt und jetzt drehe ich das Mausrad wieder. Und ihr seht, ich kann es nach oben und unten bewegen. Jetzt halte ich die Alt-Taste wieder gedrückt und jetzt nehmen wir mal die X- und Z-Achse, halte die Steuerungstaste wieder gedrückt und lasse die Alt-Taste los und jetzt kann ich das auf dieser Ebene hin und her schieben. Wenn ich jetzt beispielsweise auf Rotieren gehe, lasse die Alt-Taste wieder los, halte die Steuerungstaste gedrückt und jetzt könnte ich das ganze Ding auch rotieren. Also ihr seht schon, das Prinzip ist, denke ich, klar. Mit der gedrückten Alt-Taste wechsle ich hier in diesem Menü hin und her. Dann lasse ich das da los, wo ich jetzt gerade was machen möchte. Beispielsweise rotieren, lasse die Alt-Taste los, halte die Steuerungstaste gedrückt und führe dann das aus, was unten steht. Na, jedenfalls können wir das dann hier hinsetzen mit der rechten Maustaste und können jetzt zurück in unsere Bauplankanone gehen. Der Bauplan kommt jetzt hier rein und wir sehen, wir haben jetzt schon, ja, es ist etwas passiert. Das ganze System ist erstmal auf Pause. Das Buch hier oben hat sich tatsächlich jetzt zu einer Materialcheckliste verwandelt. Und hier drin können wir jetzt sehen, was werden wir denn benötigen, um das zu bauen, was wir gerade per Schema uns vor uns platziert haben. Heißt also, in dem Fall brauche ich 11 Eisenerz, mechanische Handwerkseinheiten 21 und ein Zahnrad. So, die Teile tue ich jetzt einfach hier mal in die Kiste rein. Natürlich muss ich die Kanone jetzt erstmal wieder auf Play machen. Und wir sehen, die Bauplankanone baut das Schema auf, was wir gerade kopiert haben. Und das sieht doch mal richtig cool aus, oder?
Jedes Gebäude, was wir jetzt einmal gebaut haben oder auch vielleicht in der Welt gefunden haben, können wir jederzeit mit der Bauplankanone nachbauen. Und das auch ziemlich stylisch, meiner Ansicht nach. Übrigens, wenn ihr mal schauen wollt, wir haben eigentlich, soweit ich das sehen kann, eine so gut wie unendliche Reichweite, weil, naja, ich könnte jetzt bis hierhin alles kopieren, was sich innerhalb dieses Bereiches befindet, und es ist noch nicht vorbei. Ich weiß nicht, wie weit es maximal geht, aber ich glaube, es geht schon extrem weit. So, damit sind wir am Ende des Videos. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like oder auch ein Abo da. Wenn Fragen sind, wie immer gerne in die Kommentare. Und ja, ich hatte ja eigentlich versucht, ein Enderman zu machen. Es wird aber irgendwas extrem creepiges. Und dementsprechend, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge. Bis dahin.